ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus, wo ein, kehrte ich mein verirrtes Auge zur Sonne. Als wenn darüber wär ein Ohr zu hören, meine Klage. Ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde. Ein Geschlecht, das mir gleich sei. Zu weinen, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten wie ich. Danke. Gut, Karl. Sorry, Frau Ahrens, Sie sehen einfach zu gut aus heute. Da muss man ja aus dem Konzert kommen, oder? Naja, immerhin haben Sie es weiter geschafft als diverse Ihrer Vorredner. Machen Sie nicht noch eitler, als er eh schon ist. Vergesst es, Ladies. Karl steht auf ältere Semester. Goran, wo Sie heute so gut drauf sind, wieso unterhalten Sie uns nicht mit Ihrer Version vom Prometheus? Ich dachte schon, Sie fragen nie. Aber ich kann es kaum erwarten. Goethe sprach zu Schiller, hol aus dem Arsch nen Triller. Schiller sprach zu Goethe, mein Arsch ist keine Flöte. Dankeschön, ladies and gentlemen. Ja, typisch, Goran. Ihre Gags waren aber auch schon mal frischer. Ach, kommen Sie, ich meine, es ist voll der Bullshit aus dem Mittelalter. Ich meine, warum soll ich das auswendig lernen? Bullshit aus dem Mittelalter, gar nicht schlecht. Aber ich muss Sie leider enttäuschen. Goethe hat dieses Gedicht 1772 geschrieben und da war er immerhin erst 23. Aber wissen Sie was? Ich nehme Ihre Anregung dankbar an. Und Sie bereiten sich auf eine Klausur vor. Nee. Thema? Danke, Mama. Was hat Goethes Prometheus mit uns heute noch zu tun? Dankeschön. Kein Ding, Leute. Kein Ding. Eine Pause. Jacqueline? Warte mal. Erzähl mal. Parkplatz? Mama, ich habe da vor 2 Jahren schon mein Auto verkauft. Guido. Nein, Mama, das hier.
Dein Vater. Komm, Mama. Nicht aufregen. Ist alles gut. Ja. Ja. Alles gut. Reg dich nicht auf, Mama. Reg dich nicht auf. Es ist alles gut. Es ist alles gut so, wie es ist. Es ist alles gut so. Stylmäßig halbwegs cool für eine Lehrerin, aber Achtung, gibt extrem viele Hausaufgaben auf. Was ist das denn? Lehrercheck.de, kennst du noch nicht? Unsere Schülerchen bewerten uns jetzt im Internet. Hier habe ich dir mitgebracht. Lieber nicht. Keine Angst, du kommst gut weg im Gegensatz zu mir. Du musst es nicht so ernst nehmen. Mein Liebling ist ja, ihr ist da leicht barsch, aber einen geilen Arsch. Verstehe gar nicht, dass sie sich so darüber aufregen, wenn man ihnen Grenzen setzt. Das gehört doch dazu. Genauso wie Vertrauen. Nee, hör auf. Wie ist denn die Neue? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe sie noch nicht gesehen. Sturm und Drang. Die Schriftsteller des Sturm und Drang lehnten ein Leben nach gesellschaftlichen Normen und Praktiken. Ja, bitte? Oh. Sie müssen Sevda Toprak sein. Sevda. 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 Herzlich willkommen, Sevda. Freut mich. Oran, bitte. Nehmen Sie es bitte runter. Bitte. Gut, Sevda. Ja, ich bin Eva Arendt. Das hier ist Ihre Klasse. Und von welcher Schule kommen Sie? Sommer Bin Laden-Gymnasium in Bagdad. Das treibt doch nicht. Oran, es reicht. Bitte. Ja. Immanuel Kant, München. Aus München. Aus München. Gut. Sei doch mal nicht so bescheuert. Ja, dann denke ich, Sie setzen sich neben Karl, ja? Das geht nicht. Wieso? Ich setze mich nicht neben einen Mann. Aber im Koran steht das nicht. Und außerdem, seit wann ist Karl ein Mann, ne? Ja, aber du, ne? Das musst du gerade sagen, Gora. Sie sehen, das ist der einzige freie Platz hier. Also dort werde ich mich nicht hinsetzen. Gut, dann denke ich, es ist das Vernünftigste, Sie fragen, ob sich jemand für Sie umsetzt. Würde sich bitte jemand für mich umsetzen? Also ich würde mich umsetzen, aber nun nehme ich Jacqueline. Alles klar, Koran. Gut, weitere Vorschläge? Ich bitte Sie, mag sich jemand umsetzen? Denkt sie, wer sie ist? Ja, okay. Dann setze ich mich halt zu Karl, damit dieser Mist hier endlich ein Ende hat. Danke, Nerima. Setzen Sie sich dorthin, zu mir. Dankeschön. Ist das dein Ernst, Nerima? Jacqueline. Oh, danke. Jacqueline. Gut, dann weiter. Mir? Mir? Weiter im Referat. Sturm und Drang war eine revolutionäre Bewegung unter den jungen Schriftstellern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Hey, hey, fang auf! Ich wollte nur sagen, lass dich nicht ärgern von den paar Idioten. Du hast viel mehr Tiefgang, das spüre ich sofort, weißt du. Schön für dich. Alle warm laufen, jeder 10 Runden! Hey, krass, so wie sie Sport machen. Ja, wenn sie Bock drauf hat, ist doch ihr Ding. Warum haben sie sich nicht umgezogen? Geht's ihnen nicht gut? Ich will mich so nicht zeigen. Wie bitte? Ich will mich so nicht zeigen. Außerdem sieht man alles bei dem Gipfel. Ich will das nicht. Wie haben Sie das an Ihrer alten Schule geregelt?
Da war ich vom Sport befreit. Sportbefreiung bin ich kein Fan von. Wenn Sie sich nicht umziehen wollen, bitte schön, dann machen Sie eben so mit. So ein bisschen mehr Tempo! Hört ihr das Ticken? Der hat einen Sprengstoffgürtel unterm Rock. Mann, du nervst! Wo gehen Sie hin? Sie wissen schon, dass Sie eine 6 kassieren können wegen Unterrichtsverweigerung, ja? Okay, kleine Showeinlage, weiter geht's. Kommt, Leute. Arend? Was? Sie haben mir Schmerzmittel gegeben. Aber sie hört uns noch. Wenn wir am Wannsee baden würden. Ich hatte immer so furchtbare Angst, ins Wasser zu springen. Aber du hast deine Arme ausgebreitet und hast gerufen, flieg, Vögelchen. Und meine Angst war weg. Wieder. Jetzt. Totenschein. Muss ich da jetzt was unterschreiben? Was ist denn mit der Bestattung? Irgendwo in Ihren Unterlagen hat sie da was verfügt. Ihre Unterlagen? Keine Ahnung, wo die sind. Die werden schon auftauchen. Ich kümmere mich um den Papierkram. Okay. Und die Wohnung? Die muss aufgelöst werden. Ja, der ganze Haushalt. Jetzt wirst du nie rauskriegen, wer dein Vater ist. Ich bin doch die ganzen Jahre damit klargekommen. Wir telefonieren, okay?
Hey. Wie geht's dir? Ja, ich muss mich um 1000 Dinge kümmern. Na klar. Es tut mir so leid. Wenn du reden willst oder... Danke. Aber wenn du mir einen Gefallen tun willst, kein Wort zu den Schülern. Ich möchte nicht, dass sie das wissen. Willst du heute schon wieder unterrichten? Ja. Wahnsinnig. Ich weiß nicht, wo du die Kraft annimmst. Danke für deine Sorge. Geht schon. Ach, der Chef möchte dich sprechen übrigens. Ja. Nein, nein, es wäre mir lieber, wenn Sie mir einfach eine E-Mail schreiben. Genau. Nein, es geht schneller, dann können wir das... Genau, an die Adresse. Mhm. Alles klar. Gut, ich danke Ihnen. Ja, wiederhören, wiederhören. Eva. Na? Wie geht's dir? Es geht schon. Ja. Du, wenn du dir eine Woche frei nehmen willst, also das ist absolut kein Problem. Ich kann deine Klasse so lange übernehmen, ja? Das ist sehr lieb, aber ich will ganz normal weitermachen. Die Neue in meiner Klasse. Eva. Deine Mutter ist gestern gestorben. Hm? Komm, nimm dir frei, ja? Und am Wochenende komme ich dann vorbei und ich koche dir was Schönes. Rolf, bitte, lass mich doch einfach meine Arbeit machen. Das hilft mir im Moment am ehesten, weißt du? Bitte. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ich wollte mit Ihnen wegen des Sportunterrichts reden. Sie haben meine Akte gelesen? Nein, das habe ich noch nicht. Das wollte ich heute Abend tun. Was machen Sie? Sie lesen meine Akte, dann wissen Sie auch eh Bescheid. Können wir uns das Gespräch auch sparen. Ich würde Sie aber gerne kennenlernen. Bitte. Ich habe das schon 1000 Mal gehört. Am Ende wollten mich alle mal nur integrieren. Was ihr Deutschen damit meint, ist anpassen. Wir Deutsche. Glauben Sie denn, wir haben alle dieselbe Meinung? Versuchen Sie doch mal da draußen ein Kopftuch zu tragen. Schwester, ich habe doch kein Problem mit Ihrer Religion. Ich finde es nur schwierig, wenn Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. Vor allem Frauen, Mädchen. Und wo bitte ist meine Einschränkung? Ist das etwa keine Einschränkung, wenn Sie nicht einmal am Sportunterricht... Ich habe früher auch westlich gelebt. Ohne Kopftuch. Und eins kann ich Ihnen sagen, bei all dem Stress. Mir geht's heute 100 Mal besser als damals. Inwiefern? Weil ich mich nicht mehr verstecke. Aber hat im Islam wirklich jede Frau die freie Entscheidung? Natürlich nicht, aber A hat das nichts mit mir zu tun. Und B, gibt es genauso viele Frauen, die hier gerne ein Kopftuch tragen würden, sich aber nicht trauen. So viel zum Thema Freiheit. Ich
finde durchaus, dass ich in einer freien Gesellschaft lebe. In einem Land, in dem Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Wo niemand ausgegrenzt werden darf. Ich bin sehr froh, in so einem Land zu leben. Wissen Sie was? Ich auch. Ich sage Ihnen was. Ich werde diese Akte nicht lesen. Gemeinsamer Neustart? Einverstanden? Danke, Rolf, aber ich schaffe das schon alleine. Na gut. Sag mal, deine Neue, die Lydia hat mir da was von einem Antrag auf Sportbefreiung erzählt. Wie siehst du das? Ja, ideal finde ich das auch nicht. Wollte mal versuchen, mit den Eltern zu reden. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Ja, sehr gut. Danke. Wofür? Helfen lässt du dir ja nicht. Für dein Vertrauen. Ach so. Du, das hast du umsonst. Mach's gut, ja. Gönn dir auch ein bisschen Ruhe. Ja. Ich versuch's. Ciao. Mama. Was soll das? Kannst du dir alles wegschmeißen, ohne mich wenigstens mal zu fragen? Aber was willst du denn davon behalten? Was ich davon haben will, ich brauche Zeit. Ich habe gerade meine Mutter verloren. Ich auch, Guido. Ja, aber du tust wie eine verdammte Maschine. Du ratterst hier immer weiter. Und wenn jemand in deinem Tempo nicht mitkommt, dann hat er eben Pech. Vor 3 Jahren, als Pocher gestorben ist, war das genau die gleiche Scheiße. Du hast die ganze Beerdigung an dich gerissen und mir einfach keine Zeit gelassen. Du gehst mir so auf die Nerven mit deinem Selbstmitleid. Du hattest doch wenigstens einen Vater. Was? Ja, jetzt kapiere ich's. Wieso du immer diesen Frust auf mich hast. Du spinnst doch. Ja klar, alle spinnen. Nur du hast alles voll im Griff. Super. Ganz toll, lieber. Aber ich meine, in der U-Bahn gibt es auch keine getrennten Waggons für Männer und Weiblein. Wir leben in einer gleichberechtigten Gesellschaft. Das ist unser Job, es den Schülern beizubringen. Aber nicht mit der Brechstange. Ich will einfach nur Ihre Haltung verstehen. Du und dein Herz für Außenseite. Ja, ist nicht ein bisschen warm da drin? Das ist ja heiß, oder? Was soll das hier? Ich hab ja nicht dich angemacht. Ja, aber warum machst du sie denn an? Wer bist du sie denn jetzt verteidigen? Nee, kannst du dich selber plötzlich aufstellen? Guten Tag, Frau Arendt. Ich bin Letty Vertoprak, die Mutter von Selda. Guten Tag. Mein Mann und ich wünschen uns nur, dass sie das Abitur zu Ende macht. Dass sie sich nicht alle Chancen verbaut. Aber was glauben Sie, ist es, was sie bewegt? Ich habe nie ein Kopftuch getragen und Selda tut genau das Gegenteil. Sie will anders sein als ich. Er will schon so sein wie seine Eltern. Ja, das kenne ich. Sehen Sie, meine Tochter ist von ihrer alten Schule geflogen. Die taten da so, als wäre sie bei Al-Qaida. Die hatten überhaupt kein Verständnis für ihre Rebellion. Richtig. Ja. Helfen Sie Selda wegen der Sportbefreiung? Wären Sie denn damit einverstanden? Was bleibt mir denn anderes übrig?
Zelda will mit dem Kopf durch die Wand. Und alles, was mein Mann und ich tun können, ist, ein Kissen dazwischen zu halten. Ich wollte dich eigentlich ins Kino einladen. Und dann, da läuft gerade so ein türkischer Film. Alles tut mir leid, aber ich bin nicht interessiert. Du fühlst dich fremd hier. Du denkst, du kannst dich nicht connecten. Ich verstehe das besser, als du glaubst. Lass mich bitte in Ruhe, okay? Okay. Ja, ich frag dich morgen einfach noch mal. Und übermorgen. Und irgendwann sagst du schon noch. Ja. Ich bin Pastor Gundlach. Mein Beileid. Ja, wir waren verabredet. Eine Erdbestattung. Ich dachte immer, sie wollte zu meinem Stiefvater in das Urnengrab. Ihre Mutter war katholisch. Aber doch nur auf dem Papier. Wenn es an die letzten Dinge geht, dann wird der Glaube auf einmal wieder wichtig. Ich kann mich bei ihr an nichts in dieser Richtung erinnern. Und sie ging auch nie zur Kirche. Wir haben gemeinsam in der Bibel gelesen. Lieder aus ihrem Gesangsbuch gesungen. Das lag ihr am Herzen. Das Gesangsbuch. Sie hat mir oft von früher erzählt, wenn wir hier zusammensaßen. Wie sie gemeinsam in die Kirche gegangen sind, als sie ein kleines Mädchen waren. Und wie gern sie damals die Lieder gesungen haben. Machen, was Sie wollen. Sie kommt in keinen Kirchengrab. Frau Arendt, es war Ihr letzter Wunsch. Denken Sie noch mal drüber nach. Mein liebster Friedrich, zwar schreibe ich dir diesen Brief, aber ich weiß nicht, ob dich diese Zeilen jemals erreichen werden. Aus unserer Sünde ist eine Frucht entstanden, die zu meinem Schicksal wurde. Ich habe lange mit mir gerungen, aber jetzt ist mein ganzes Herz voller Glück darüber, dass ich Eva habe. Du und ich. Wir hatten keine Chance. Ich hätte es nicht ertragen, mein Glück auf dem zerstörten Glück einer anderen aufzubauen. So, wie es jetzt ist, ist es für alle Beteiligten das Beste. Verzeih, mein Geliebter. Ja, Moment, langsam. Der Antrag muss erst weitergeleitet werden. Sie unterstützen mich, das genügt mir. Frau Arendt, Sie glauben vielleicht nicht an Gott, aber Gott glaubt an Sie. Und er hat einen Engel aus Ihnen gemacht. Danke. Ich bespreche das nochmal mit dem Kollegen. Morgen. Sieht so dein berühmter Kompromiss aus? Sie würde bei einem islamischen Sportverein in der Stadt mitmachen und bekommt es dann hier angerechnet. Um mich mal in deine Entscheidung mit einzubeziehen und mich nach meinem Beweggrund zu fragen, darauf bist du nicht gekommen, oder?
Lydia, glaubst du, das ist jetzt hier der richtige Rahmen, um darüber zu diskutieren? Was? Machst du dir Sorgen um dein Ansehen vor den Kollegen oder was? Aber wie ich jetzt dastehe vor meinen Schülern, in meinem Unterricht, nachdem du mir in den Rücken gefallen bist, darüber hast du nicht nachgedacht, ja? Wenn dir jemand in den Rücken gefallen ist, Lydia, dann bin ich das. Eva hatte die Sache mit mir abgesprochen. Ich wollte dich gerade informieren, es tut mir leid. Können wir jetzt wieder sachlich werden? Eva, du weißt, es gibt wirklich nur wenig, was ich nicht für dich tun würde. Aber vor den Kollegen für dich zu lügen, das finde ich nicht so prickelnd. Ich habe dich nicht darum gebeten. Außerdem begebe ich mich da als Schulleiter in eine sehr schwierige Situation. Das kommt einer offiziellen Befreiung gleich. Da kann sich jetzt jeder bei mir melden und sich aus irgendwelchen Gründen vom Unterricht befreien lassen. Wolf, ich verstehe deine Sorgen. Aber das ist wirklich nur ein Einzelfall. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Sefta hat Erfahrung mit Ausgrenzung. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie das ist. Hättest mal bei mir in der Klasse sein sollen, als sie ankam. Was ist so Besonderes an dem Mädchen? Hm? Wenn ich deine Figur hätte, würde ich sie bestimmt nicht verstecken. Was hältst du davon, dass sich alle anstarren wie Jacqueline? Ja, und was ist so schlimm daran? Ich meine, alle Frauen wollen doch angehimmelt werden, oder? Es gibt einen Grund, warum du so bist, wie du bist. Du wurdest genauso geschaffen für einen ganz bestimmten Mann. Von Gott, verstehst du? Diesen einen Mann wirst du eh die schönste Frau der Welt sein. Und wenn man nicht an Gott glaubt, hat man da keine Chance auf die große Liebe oder wie? Wenn du nicht an ihn glaubst, glaubt er immer noch an dich. Weil du sein Kind bist. Kannst ihn ruhig aufheben. Explodiert nicht. Hör auf. Gibt's schon Mittag oder wieso machst du deinen Mund auf? Was soll das? Schluss jetzt, Jacqueline! Was hab ich denn gemacht? Außerdem was mit ihr? Sie setzen sich jetzt sofort auf die Bank und denken über den Blödsinn nach, den Sie erzählen. Das gibt's doch nicht. Ehrlich? Wo wollen Sie hin, Sefta? Ihre Freistellung bindet Sie nicht von Ihrer Anwesenheitspflicht. Toilette. Das nächste Mal gerne im ganzen Satz. Ich möchte jetzt anfangen. Wer hat noch kein Band? Was willst du? Was machst du hier, hm? Jacqueline, was ist dein Problem? Das weißt du, Aisha. Das ist klar, Barbie. Jacqueline, dir geht's doch nur um Karl. Aber guck dir Sefta mal an. Und guck dich mal an. Und du meinst im Ernst, sie würde sich an Karl ranmachen? Mann, Miri, die spielt sich doch nur auf. Du kriegst schon gar nichts mehr mit durch die Gehirnwäsche, die sie dir verpasst. Du weißt doch nicht mal, worum es hier geht. Warum stellst du dich denn überhaupt auf ihre Seite? Ich dachte, wir wären Freunde. Weißt doch gar nicht, was Freundschaft ist. Mit dir redet gar keiner, Fetti. Fick dich, Jacqueline Meissner. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Nichts. War das jemand aus der Klasse? Sie müssen mir das sagen.
Safter, ich könnte das für Sie klären. Dann müssen Sie keine Angst mehr haben. Ihr habt doch alle Angst vor mir. Übertreiben Sie da nicht ein bisschen? Was wissen Sie denn von mir? Von meinem Glauben? Waren Sie schon mal in einer Moschee? Nein, das war ich noch nicht. Würde das gehen als Kopftuch? Soll ich Ihnen das übersetzen? Ja, gerne. Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Leite uns den rechten Pfad, den Pfad derer, denen du gnädig bist, und nicht derer, die in die Irre gegangen sind. Amen. Danke. Frau Arendt, vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit mir gekommen sind. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Wir sehen uns morgen, hm? Bis morgen. Bis morgen. Eva? Hallo. Das ist ja mal eine Überraschung, hm? Ja, Caroline, das ist Sefta, eine Schülerin von uns. Hallo. Hallo. Und das ist Eva Arendt. Also, ich glaube, ich habe euch schon mal gesehen beim Schulfest oder so. Guten Tag. Ja, ich weiß, wer Sie sind. Hallo. Wir müssen los. Ja. Ja, dann schönen Tag noch. Er hat eine schöne Ehefrau. Wir sehen uns morgen in der Schulhälfte. Auf Wiedersehen, Frau Arendt. Oh Gott, der schöne Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehren. Zünd deine Lichter in uns an. Lass uns an Gnade kein Mangel haben. Hat er mir immer Angst gemacht. Und jetzt? Tut er mir eher leid. Wie geht's Ihnen? Die Beerdigung. Wenn es wirklich der letzte Wunsch meiner Mutter war, dann soll sie ihren Frieden haben.
freut mich wirklich sehr, Frau Ahren. Hat sie eigentlich jemals irgendetwas über meinen leiblichen Vater erwähnt? Nein, ich glaube nicht. Wieso fragen Sie? Sie hat mir nie gesagt, wer er war. Und gestern habe ich diesen Brief im Gebetbuch gefunden. Und sie hat ihn geschrieben, kurz nach meiner Geburt, um ihm von mir zu erzählen. Aber sie hat ihn nie abgeschickt. Jetzt hat er also einen Namen. Was wollen Sie tun? Ja, was kann ich tun nach so langer Zeit? Spielt Zeit bei solchen Dingen denn wirklich eine Rolle? Guten Tag, ich suche die Telefonnummer einer Augenarztpraxis in Berlin. Dr. Friedrich Lemberger, Meinecke-Straße 17. Ja? Moment. Ja, nein, Sie müssen mich nicht verbinden mit der Nummer. Danke. Und? Konvertierst du jetzt? Das Kopftuch, das war doch wirklich... Ich dachte, du bist überzeugte Religionsgegnerin. Ich bin aber auch genauso überzeugte Demokratin. Rolf, es geht um den Dialog. Das ist doch das, was wir von unseren Schülern erwarten. Darauf bist du doch so stolz. Auf die Offenheit in deiner Schule. Ja, das bin ich auch. Sehr sogar. Aber ich mache mir auch Sorgen um die Balance. Ich will nicht, dass das nach einer Seite ausschlägt. Dafür gibt's überhaupt keinen Anlass. Das sehe ich anders. Wenn die Schüler oder Eltern da draußen beim Besuch einer Moschee mit Kopftuch sehen. Ich war einen Tag später in der katholischen Kirche, falls dich das beruhigt. Ich weiß auch, dass das gerade keine leichte Zeit ist für dich. Nimm dir einfach ein paar Tage frei, dann kriegst du auch wieder ein bisschen Distanz. Ich brauche keine Distanz. Doch, Eva, genau die brauchst du, zwischen Lehrer und Schüler. Vertraust du mir nicht? Sorry, was war die Verspätung? Die Aufgabenstellung liegt auf Ihren Plätzen.
Verlass die uns frei. Das ist jetzt Chale, machale, mama da chale. Ja, Neriman, was soll denn das? Hört mal auf. Sefta startet hier voll den Dschihad. Mit Ihnen habe ich gar nicht geredet, Goran. Ja, natürlich nicht, Frau Arendt. Von uns ist ja keine Kritik mehr erwünscht, ne? Am besten, ihr passt uns alle ganz schnell an, so wie mir. Die ist bei sowas immer als erstes dabei. Du kapierst doch überhaupt nichts, Jacqueline. Ich habe keine Ahnung. Ja, du nix, Ara. Du nix musst du tragen. Kopf, du Reh. Und du musst nicht sagen. Kopf mal runter. Sie können sich doch anziehen, wie sie wollen, wenn sie sich verhüllen wollen. Moment, Moment mal. Aber ist doch so. Einer nach dem anderen, aber erst melden. Selfta. Jacqueline, ich toleriere, wie du dich kleidest. Warum fällt es dir so schwer, umzutolerieren? Richtig. Ich meine, wenn Stars sich freizügig anziehen und ihre Weiblichkeit ausleben, wie es immer so schön heißt. Ist das dann wirklich so cool und emanzipiert? Oder machen sie es, weil sie wissen, dass sie so die meisten Platten verkaufen? Selfta, sowas nennt man Selbstbestimmung. Jede Frau kann sich anziehen, wie sie will. Und nur weil ein Mädchen Minirock anzieht, heißt es nicht direkt, dass sie eine Schlampe ist. Genauso wie ihr mal checken müsst, dass euer Kopftuch nicht gleich ein Heiligenschein ist. Mann, das sagt doch auch niemand, oder? Was macht denn eine Frau zur Frau? Pralle Brüste, ein knackiger Po. Für mich sind das schon mal nach einem guten Anfang. Komm, jetzt beruhigt euch mal wieder. Der Körper wird alt, Brüste werden schlaff. Kann eine ältere Frau also keine Frau mehr sein? Doch, natürlich, das habe ich doch gar nicht gesagt. Oder ist da noch etwas anderes, das eine Frau ausmacht? Die Art, wie sie Entscheidungen durchdenkt. Wie sie mit Verantwortung umgeht. Ich meine, irgendeinen Grund muss es doch geben, dass Frauen die Mutterrolle von der Natur bekommen haben. Darum geht's doch überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich als Frau respektiert werde, so wie ich mich anziehe. Ohne mich irgendwie verhüllen oder verschleiern zu müssen. Ich meine, wo leben wir denn, wenn wir jedem Mann unterstellen, dass er geil wird, wenn er mal drei Haare sieht? Was? Was? Das ist deine Argumentation. Das ist keine Argumentation. So ist es doch. Das ist es. Jacqueline, ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Aber du weißt doch eigentlich, was du sagst. Nee, oder? Denk überhaupt mal nach. Und dann stell dir doch überhaupt. Seid ihr. Ihr seid die ganze Zeit die Einzigen, die hier wollen. Ich sag Ruhe! Ich möchte, dass Sie alle sofort mit Ihrer Arbeit weitermachen. Neriman und mir. Bleiben Sie bitte noch einen Moment. Selfta, ich möchte mit den beiden alleine reden. Wozu das denn? Ich möchte gerne mit Ihnen alleine reden. Würden Sie bitte draußen warten? Ich möchte, dass die Kopftücher wieder runterkommen. Sie hatten Ihren Spaß, aber jetzt ist Schluss. Wieso Spaß? Ich stehe halt endlich zu meiner Herkunft. Ja, richtig. Und was bezwecken Sie mit diesem Kopftuch? Ich will gar nichts bezwecken. Ich habe mich einfach nur entschieden. Punkt. Und Sie, Mia? Ich weiß, das klingt komisch, aber ich habe zu Gott gefunden. Und das möchte ich gern zeigen. Und mit diesem Gott meinen Sie den Gott des Islam? Ja. Und was sagen Ihre Eltern dazu? Sie spielen mit Dingen, die Sie nicht verstehen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, ja. Ja, Sie können gehen. Kommst du mal bitte mit? Ich weiß doch auch nicht, was mit denen plötzlich los ist. Wo gehen wir denn jetzt hin? Das kannst du doch bestimmt denken, oder? Nein, das kann ich mir nicht denken. Jetzt renn doch nicht so. Was soll das?
Was weiß er darüber? Betet sie hier alleine? Sind da noch andere Schüler beteiligt? Vielleicht die beiden da oben? Ha? Weißt du, in was mich das reinreiten kann als Schulleiter? Wir sind ja säkulare Schule, hier liegen ja auch keine Bibeln rum. Ich sehe das hier zum ersten Mal. Du ergreifst die ganze Zeit Partei für sie. Aber davon hast du nichts gewusst. Nein. Das habe ich auch nicht gewollt. Das ist. Ich war so klug. Es tut mir leid. Entschuldige. So funktioniert, wie es ist. Frau Arndt, ich habe etwas für Sie. Was ist das? Das ist selbstgemacht, Imrikellwasser. Tierisch süß, aber sehr lecker. Ich werde das nicht annehmen. Mögen Sie nichts Süßes? Es ist gut für die Seele, sagt man bei uns. Ich mag es nicht, wenn man mich hintergeht. Wenn man mein Entgegenkommen ausnutzt. Frau Ahren? Ah, Frau Bosselt, guten Tag. Kann ich Sie sprechen? Dringend. Ja, natürlich. Danke, Selda. Es ist ja nicht so, dass Mia jetzt total radikal wäre. Sie ist sogar viel freundlicher zu uns als vorher und hilft mir im Haushalt. Aber dieses Tuch, das macht mir Angst, verstehen Sie? Haben Sie sie denn mal gefragt, warum sie sich dafür entschieden haben? Wenn sie jetzt immer so rumläuft, was soll denn dann aus ihr werden? Frau Bosselt, das ist sicher nur eine Phase bei ihr. Ich kenne Mia ja nun auch schon ein paar Jahre, aber sie wird keine Terroristin. Sie haben keine Kinder, oder? So, wir beschäftigen uns mit dem Begriff der Empfindsamkeit. Ich habe da schon mal einen Satz an die Tafel geschrieben. Und es wäre ganz schön, wenn Sie sich, ja, dazu... Ja. Lahmfaschismus. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Also, hat jeder ein Wort geschrieben, wie er sich selbst sieht? Ja. Gut, fangen wir mit Ihnen an. Also, ich bin unternehmungslustig. Universell. Ambitioniert. Gotteskind. Frei. Neutral. Motiviert. Deutsch. Virtuell. Träumer. Aufmerksam. Kritisch. Nachdenklich. Checker. Opfer. Genau. Gut, Jacqueline, reden wir darüber. Reindeutig. Seit Sefta da ist, herrscht total die Ungerechtigkeit. Das ist meine Meinung.
Und du übertreibst. Ich übertreibe. Ja, ja, an, die euch verändert habt. Soll ich doch mal an, die euch verändert habt? Ja, und was für ein Traum? Bleib nicht bleiben. Warum nicht verstecken? Das ist ein Säfter, wohin gehen Sie? Wieder in den Keller? Sie wissen schon, dass Sie einen Fehler gemacht haben, oder? Sie haben hinter meinem Rücken... Ich wusste nicht... Ich muss doch fünfmal am Tag beten. Was hätte ich denn machen sollen? Mit mir reden. Ich wollte doch nicht, dass Sie in Schwierigkeiten kommen, meinetwegen. Ich hätte Angst, dass dann gar keiner mehr mit mir redet. Das alle mitkriegen. Ich werde mit der Schulleitung reden und sehen, was ich für sie tun kann. Aber bis dahin keine heimlichen Gebete mehr hier in der Schule. Kann ich mich darauf verlassen? Ja. Gehen Sie bitte zurück in die Klasse. Säfter hat heimlich im Keller unserer Schule einen Gebetsraum eingerichtet, um dort in den Pausen, aber auch während des Unterrichts zu beten. Das ist... Wir hatten so gehofft, dass es auf dieser Schule keine Probleme geben würde. Säfters Wunsch nach einem Gebetsraum wird mit der Schulleitung diskutiert werden. Aber was ganz wichtig ist, bis eine Entscheidung gefallen ist, muss Säfter sich in Geduld üben. Ich habe bereits mit ihr gesprochen, aber ich denke mal, es ist ganz wichtig, wenn Sie beide auch noch mal mit ihr reden. Ja. Zelda spricht nicht mehr mit uns. Du übertreibst jetzt. In dem Alter teilen Mädchen nicht mehr alles mit ihren alten Eltern, nicht wahr, Frau Arndt? Sie schottet sich ab. Ach, ich bin jetzt also derjenige, der sich zu wenig Sorgen macht. Du hast ihr alles durchgehen lassen. Das Kopftuch, das Surenaufsagen beim Frühstück, die Nachmittage in der Koranschule. Du hast sie auch nicht davon abbringen können. Ich wollte sie für einen Austausch ja nach Sydney schicken. Als ob sie einen Surfkurs zur Besinnung gebracht hätte. Säfter. Wie lange bist du schon da? Ich weiß eh, was ihr über mich denkt. Ihr haltet mich für verrückt oder krank, als hätte ich Magersucht oder Depression. Ihr schämt euch für mich. Dabei müsstet ihr euch doch selbst schämen. Ihr habt euch doch selbst verraten. Zelda, das reicht jetzt. Ich habe zu Allah gefunden. Begreift ihr das? Mein Leben hat einen Sinn. Warum wollt ihr mir das nicht gönnen? Was ist denn so großartig an eurem Leben? Nichts. Ich bin ganz. Ihr seid nur ein Haufen Scherben. Dr. Lemberger, störe ich Sie gerade? Ich bin Eva Arendt. Ich bin die Tochter von Irmgard Schneider. Ja, bitte. Können Sie dem Herrn, der dort in der Ecke sitzt, bitte
dir diesen Brief geben? Natürlich, kein Problem. Entschuldigung, ich soll Ihnen einen Brief geben. Kennst du Herrn Schubert von der Schulaufsicht? Das ist Eva Arendt, die Klassenlehrerin. Freut mich. Gleich was, Schubert, Frau Arendt. Das sieht doch, ne? Kaffee vielleicht? Nein, vielen Dank. So, ich habe Herrn Schubert schon ein bisschen ins Bild gesetzt und also ich denke, wir sind uns einig. Ne? Was haben Sie denn entschieden? Von einer Entscheidung in dem Sinne kann man jetzt nicht reden. Ich habe Herrn Schubert dargelegt, dass der Wunsch der Schülerin dem Grundsatz zur Neutralität an unserer Schule klar widerspricht. Zumal dann jeder mit seinen Forderungen kommen könnte. Gut, aber mit einem Verbot ist das Problem ja nicht vom Tisch. Wer sagt uns denn, dass Sefta nicht heimlich weiterbetet? Und wenn wir sie erwischen, was machen wir dann? Schmeißen wir sie von der Schule und delegieren das Problem an die nächste Schule weiter? Wie schätzen Sie denn die Eltern des Mädchens ein, Frau Arendt? Wenn die klagen, das kann ja uferlos werden. Wir hatten gerade letztes Jahr den Fall in der Heinrich Schliemann. Ja, da wurde es ja auch unterbunden, oder? Sefta Toprak stört den Schulfrieden. Seitdem sie hier ist, gibt es Konflikte, die wir vorher nicht hatten. Ja, ich verstehe Sie schon. In der Schliemann gab es nach der Klageeinreichung allerdings ein Jahr Stillstand. Mit Präzedenz ist da eh nichts. Es wird ja immer im Einzelfall entschieden. Die Schülerin hat Kompromissbereitschaft signalisiert. Und ich glaube, ja, auch mit den Eltern kann man gut reden. Ich bin sicher, dass wir intern einen Weg finden, mit dem wir alle gut leben werden. Ja, aber... Gemeinsame Lösungen sind immer das Beste. Und der Senat lässt sie bei der Integrationsarbeit natürlich nicht im Stich. Ich darf mich dann verabschieden. Mich gefreut. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke. Hintergehen ist das falsche Wort, Eva. Ich versuche nur, die Situation zu lösen. Es ist schließlich mein Job. Ich muss es entscheiden. Und deine Einstellung dazu, die war mir ja bekannt. Ja, und weil sie dir nicht passt, gehst du einfach drüber weg. Warum müssen wir uns andauernd über dieses Mädchen streiten? Hm? Es war doch gerade wieder so schön mit uns. Überraschung! Tada! Wo vergleiche ich dich mit einem Sommertag? Du hast mehr Maß und größere Lieblichkeit. Karl, was soll das? Willst du mit mir ein Eis essen? Oder was trinken? Wir können Kaffee trinken. Ich kenne einen Kaffee um die Ecke. Nein, danke. Aber ich, dazu... Ich bin keiner von diesen Typen, die nur das eine wollen. Sefta, ich will dich kennenlernen. Ich will dir zuhören. Karl, ich habe Nein gesagt. Respektier das bitte. Ja, glaube ich nicht. Da gibt es nichts zu glauben. Nein ist Nein. Verstehst du das nicht? Nö. Hör zu. Ich sehe doch, wie du mich ansiehst. Mit deinen großen, schwarzen Mandelaugen. Also, kommst du mit? Braun, meine Augen sind braun und nicht schwarz. Sag mal. Greif zum letzten Mal!
Lass mich bitte in Ruhe! Also stimmt's doch, ja? Das stimmt. Dass du eine Fanatikerin bist. Hallo? Eva, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Eva, ich... Ich auch. Irmgard und ich, wir kannten uns nicht sehr lange. Aber ich habe ihre Mutter sehr geliebt. Nur ich hatte schon eine Familie und eine Scheidung. Dafür hat mir der Mut gefehlt. Irmgard hat mich damals weggeschickt. Ganz kategorisch. Ja, sie hat mir die Entscheidung abgenommen. Und dann, wir haben nie wieder voneinander gehört. Wussten Sie, dass es mich gibt? Nein. Eva. Meine Mutter hatte diesen Brief an Sie geschrieben, ein paar Wochen nach meiner Geburt. Sie hat ihn nie abgeschickt. Darf ich Sie bitten, die Kette zu behalten? Danke. Ich danke Ihnen. Ist gut. Ja, es ist gut, dass wir uns gefunden haben. Der Nächt gewinnt, hat süß und lind zu mir den Klang getragen von herben Leid und Traurigkeit ist mir das Herz zerflossen, die Blumen an mit Tränen an. Jacqueline, Glückwunsch zu Ihrer Klausur. Hat mir gut gefallen. Danke. Ich kann mich jetzt irgendwie wieder besser konzentrieren. Das ist gut. Sie haben aber schwer zu schleppen heute. Das ist eine Überraschung. Ich mag Überraschungen. Ja? Dann sollten Sie mal in den Keller gehen. Thank you.
kann jetzt nicht wahr sein. Selfda, wir hatten eine klare Abmachung. Aber wir haben doch nichts Schlimmes gemacht. Wirklich, Mia wollte nur, dass wir für sie beten. Schluss jetzt, es reicht, raus. Aber beten kann doch nicht schlimm sein. Es ist doch nicht verboten. Raus, habe ich gesagt. Ich sehe sie sofort im Klassenzimmer. Los! Sie haben mein Vertrauen massiv missbraucht, Selfda. Leute, was soll das? Karl, nehmen Sie das runter. Ich bin nicht Karl, das ist eine Beleidigung. Ich bin hier. Nehmen Sie alle die Dinger runter, los. Nein. Nein. Wieso? Die anderen dürfen doch auch ihr Kopftuch anbehalten. Genau, gleiches Recht für alle, oder? Sie nehmen jetzt alle die Tücher runter, und zwar alle. Sie auch. Ich will in meiner Klasse kein einziges Kopftuch mehr sehen. Erst wenn die drei ihre Kopftücher unternehmen, nehme ich meins runter. Die Tücher runter oder sie fliegen aus meinem Unterricht. Ich werde es nicht abnehmen. Sie spielen sich als moralisches Vorbild auf. Ausgerechnet Sie, Frau Ahren. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich weiß, wer ich bin. Aber Sie? Erzählen Sie mir was von Toleranz und dass Sie mich respektieren? Aber wenn es nicht mehr passt, dann ist vorbei mit der Toleranz. Moment, Selfda. Wir hatten eine Abmachung. Sie haben mir etwas versprochen. Sie wollten Stille halten. Das hier ist ein ganz übler, ein ganz unmoralischer Verrat. Glauben Sie, dass ausgerechnet Sie mir eine Predigt halten sollten über Unmoral? Was soll das heißen? Ich glaube, dass Sie ganz genau wissen, was ich meine, Frau Ahren. Und ich glaube mal nicht, dass Sie vor allen Leuten diskutieren wollen, wie ich Sie vor der Moschee gesehen habe. Wie Sie, wie Ruhe! Ruhe! Sie wollen es deutsch und korrekt nach den Regeln? Bitte schön, Sie kriegen eine Anzeige von mir. Zeugen habe ich ja genug. Das ist nicht alles. Alles falsch gemacht. Ich werde kündigen. Jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Das wirst du nicht tun. Das muss ich sogar. Was bin ich denn für ein Vorbild für meine Schüler, wenn ich denen Dinge predige, die ich selber gar nicht halte? Sei doch mal nicht so streng mit dir. Verstehst du es nicht? Ja, okay. Vielleicht verstehe ich wirklich nicht, was da in einer Schule los ist. Aber darum geht's ja gar nicht. Ich glaube, es geht darum, dass du nicht fehlerfrei bist. Damit hast du ein Problem. Ja, genau. Danke für deine Hilfe. Eva, jetzt lauf doch nicht gleich weg. Du weißt, ich habe in meinem Leben viele Dinge angefangen und nicht zu Ende gebracht. Mama hat mir mal erzählt, was du alles für deine Schüler gemacht hast. Du bist ein Vorbild. Mehr als andere. Und weißt du warum? Weil du deinen Schülern wirklich etwas mitgeben willst. Jo, und das hat jetzt eben nicht geklappt. Scheiße. Aber das ist ja kein Grund, mir alles hinzuschmeißen. Aber was sagst du denn deinen Schülern damit? Mm.
Eva. Meine Unterstützung hast du. Ich finde richtig, was du gemacht hast. Und glaub mir, es denken viele, so trauen sich nur nicht, das zu sagen. Ja. Ich habe den Keller jetzt einfach abschließen lassen. Das hätte ich schon viel früher tun sollen. Vielleicht wäre dann alles nicht so weit gegangen. Der Schulrat erwägt ein Suspendierungsverfahren gegen dich. Es tut mir wirklich sehr leid. Alles gut. Kann ich mit meinen Schülern reden? Soll ich wirklich nicht mit reinkommen? Nein, ich mache das alleine. Gut, ich warte hier auf dich. Ja? Entschuldigung, darf ich kurz mit meinen Schülern alleine reden? Natürlich. Schäfter, das mit Ihrem Kopftuch, das hätte mir nicht passieren dürfen. Aber es ist mir passiert und das tut mir sehr leid. Ich möchte mich auch bei Ihnen allen entschuldigen. Ich wollte Schäfter eine Chance in unserer Mitte geben und dabei habe ich Sie alle im Stich gelassen. Auch das hätte mir nicht passieren dürfen. Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Das hat Goethe gesagt und ich finde, er hat recht. Aber wir benötigen auch ganz konkrete Spielregeln für unser Zusammenleben. Sonst sind wir nämlich bald keine Gemeinschaft mehr. Und diese Spielregeln sollten aus dem Geist gegenseitiger Anerkennung erwachsen. Ich möchte, und ja, das wünsche ich mir wirklich, ich möchte, dass Sie nie aufhören nachzudenken. Dass Sie nie aufhören, Ihre Meinung zu sagen, dem anderen zuzuhören. Denn wenn wir aufhören, aufeinander zuzugehen, wer sagt uns, dass wir nicht eines Tages selbst zu Opfern werden? Vielleicht, weil wir nicht zu den Beliebtesten gehören. Oder vielleicht, weil wir Angst haben. Oder einfach nur, weil wir selbst sein wollen. Ich wünsche Ihnen allen für Ihre Zukunft alles Gute. Das war nicht dein Fehler. Du wolltest dem Mädchen helfen, dann... Ich glaube, ich habe etwas von mir in Schäfter gesehen. In ihrer Einsamkeit, in ihrer Sehnsucht. Selbstakzeptanz. Vielleicht bin ich diejenige, die da Nachhilfe braucht. Was wird jetzt aus uns? Gibt es uns denn überhaupt? Ich war zu feige, ich weiß. Ja, ich doch auch. Ich glaube, wir beide brauchen etwas anderes. Aber ich liebe dich. Ich liebe dich auch.
versetzen. Wie geht's dir damit? Besser so. Wir brauchen beide einen neuen Start. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus, wo ein, kehrte ich mein verirrtes Auge zur Sonne. Als wenn darüber wäre ein Ohr zu hören, meine Klage. Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Frau Arendt, meine Eltern haben mit dem Schulrat gesprochen. Die Beschwerde ist zurückgezogen. Das wollte ich Ihnen sagen. Und wie machen Sie das jetzt mit Ihren Gebeten? Es ist besser zur Gebetszeit, aber man kann es auch nachholen. Das geht also. Ich habe auch Fehler gemacht. Es tut mir leid. Alle vermissen Sie. Ja, wie schön. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie es bei mir weitergeht. Frau Arendt, Sie haben mich ernst genommen. Als Einzige. Dankeschön. Okay, dann auf Wiedersehen. Alles Gute, Sefta. Miteinander. Bitte nehmen Sie sich Ihre Faustausgaben vor. Können wir weitermachen? Schlagen Sie bitte die Seite 38 auf. Goran, wollen Sie anfangen? Mephistopheles, wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten? Faust, das also war des Pudels Kern. Ein fahrender Scholast? Der Kasus macht mich